hoffe, das passt jetzt ungefähr hier mit dem Stativ. Ja, müsste gehen. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder ein bisschen im Vlog-Style. Das hatten wir ja lange nicht mehr auf meinem Kanal gehabt. Ich habe jetzt hier das könnt ihr gerade nicht sehen, das leichte, aber dann doch schwer werdende mit der Zeit Stativ von Fotopro. Das ist ein Carbon-Stativ. So ein bisschen der Overkill hier mit der Sony A7 R5. Mit der Funkstrecke oben dran und mit dem Käfig. Das ist ganz cool an der Kamera. So kann ich ein bisschen alles dran bauen mit der Funkstrecke und so weiter. Aber es ist dann doch sehr schwer auf Dauer. Also ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb dann die meisten Vlogger oder ja, unterwegs Filmer, Fotografen dann doch auf einen Gorillapod setzen. Ich mache das jetzt trotzdem mal für euch. Denn ich bin heute hier im wunderschönen Fichtelgebirge. Und hier unten ist dann gleich der Fichtelsee. Also alles ein bisschen nah beieinander. Und wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke. Und das Video drehe ich heute, weil ich des Öfteren gefragt werde, welche Spots, welche Ecken kann ich denn noch so in Deutschland empfehlen? Außer natürlich den Eibsee und alles, was es noch so gibt, was ihr von meinem Kanal kennt. Und deshalb bin ich heute hier, drehe dieses Video und möchte euch ein bisschen näher bringen, was den Fichtelsee für mich so besonders macht und worauf du achten solltest, wenn du das erste Mal hierher kommst, beziehungsweise wenn du geplant hast, hier wirklich ernsthaft zu fotografieren und zu filmen und was du noch so alles machen kannst. Für alle, die den Fichtelsee gar nicht kennen, der Fichtelsee liegt zwischen Bayreuth und Hof, also in Bayern logischerweise, grenzt so ein bisschen an die tschechische, sächsische, thüringische Grenze an. Ich werde gerade hier attackiert von Insekten. Und ist ultra leicht zu finden, das heißt, du kannst direkt davor parken, läufst dann 5 bis 10 Minuten ungefähr zum See hinunter. Wenn du in dem Wald- und Seehotel schläfst, übernachtest, dann kannst du direkt am See parken. Noch besser für alle, die hier ein bisschen mehr Zeit verbringen möchten, die hier Sonnenaufgang und Untergang verbinden möchten. Das Ganze ist ein Naturschutzgebiet, das heißt, hier drin schlafen ist verboten. Darauf solltest du ein bisschen achten. Drohnenfliegen ist dann auch verboten dementsprechend, aber zum Sonnenaufgang, allein nur zum Genießen, zum Anschauen auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und ich würde dir empfehlen, beim ersten Besuch auf jeden Fall den Sonnenaufgang mitzunehmen, weil die hier meistens sehr, sehr schön aussehen, die Sonnenaufgänge. In der Regel hast du hier sehr schön mit Nebel das Ganze verbunden, wenn dann die Sonne hinter dem Schneekopf, so heißt der Berg, hervorkommt und dann das Gewässer ein bisschen erwärmt am Morgen, dann zieht in der Regel gleich der Nebel schön mit hoch und sieht wunderbar an Fotos aus. Ich bin jetzt hier zum dritten Mal unterwegs und ich muss sagen, es ist jedes Mal schön. Das Ganze erinnert mich jedes Mal ein bisschen an Berchtesgaden mit dem Hintersee, aber auch so generell wunderschöne Waldgebiete. Hier gibt es sehr, sehr viele Nadelbäume, dementsprechend auch sehr viele Felsformationen, die eben typisch wie im Berchtesgaden aussehen und einen sehr, sehr tollen Look haben. Also wenn du hierher kommst zum Fotografieren, du wirst auf jeden Fall Freude haben. Für alle, die gerne hier übernachten möchten, es gibt die Möglichkeit, nicht nur im Hotel zu schlafen, sondern auch im Campingplatz, dass ich das mit erwähnt habe. Der liegt oberhalb vom See und man kann quasi trotzdem ins Hotel gehen, um was zum Essen und zum Trinken sich zu holen. Also das geht alles auf jeden Fall und ist kein Problem. Preislich auch sehr, sehr moderat. Fotografisch ist es so, dass du hier einen eher kleineren See hast. Also der ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Hintersee oder mit dem Königssee. Oder geschweige denn mit größeren Seen, sondern der See ist eher überschaubar. Und du wirst, wenn du hier rum spazieren gehst, in ungefähr einer Stunde kommt er drum gelaufen sein und dann bist du aber auch gut gemütlich gelaufen. Es gibt, und das wissen vielleicht gar nicht so viele, nicht nur die Möglichkeit, um den See ganz normal herumzugehen, fotografisch. Es gibt auch die Möglichkeit, einen sogenannten Plankenweg noch zu gehen. Das ist am Anfang des Sees gleich, wenn du mit dem Auto anfährst und oberhalb parken musst. Und da gibt es auch die Möglichkeit, wunderschön Moose zu beobachten, Moose zu fotografieren. Also alle Makro-Fans. Beziehungsweise alle, die sich dafür interessieren, kommen da auf jeden Fall auf ihre Kosten. Und in der Mitte des Sees gibt es diesen typischen Steg, den du nicht nur fotografieren kannst, sondern der sich auch lohnt zum Verweilen. Denn da hast du zwischen den Bäumen die Möglichkeit, ein bisschen Schatten zu genießen und trotzdem am Wasser zu sitzen. Ich selbst finde fotografisch als Motiv den Eingang quasi mitten des Sees am besten, weil du dort links und rechts das Geländer hast, hast diesen Steg, der drüber geht. Und das ist auch ein wunderschönes Motiv, was ich schön aufbauen kann, im Sinne von,
Du hast in der Mitte den Weg, der so nach links weggeht mit den Bäumen. Du hast die Zweiteilung des Sees mit drin. Und wenn du noch im Sonnenaufgang Glück hast, dass Nebel dabei ist, sieht das richtig gut aus. Also das ist so das Erste, was ich entdeckt hatte als Fotomotiv. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, denn das ist schon richtig cool. Aber es gibt noch viel mehr. Ihr kennt ja mit Sicherheit den Spruch, der lautet, ein guter Landschaftsfotograf kommt öfter an einen Ort und nicht nur einmal, um quasi das beste Motiv zu sichern oder um die beste Stimmung mitzunehmen. Und ich muss sagen, heute beim dritten Mal sind mir wieder Ecken und Spots aufgefallen hier an dem See, die ich vorher noch nicht so kannte oder einfach nicht im Fokus hatte. Denn es gibt am Rand des Sees, quasi auf der anderen Seite, wo die Wasserwacht ist, gibt es noch eine Insel mit Felsen, wo Bäume herauswachsen. Und ja, da ist ein Geländer davor. Aber du kannst auch dank des Geländers, kannst du direkt dich da vorstellen und das Ganze fotografieren. Und das sieht wirklich richtig gut aus. Im Vordergrund die Steine, die Felsen mit den Bäumen, das Wasser ringsherum und links und rechts davon die Hütten. Denn es gibt zum einen links davon weiter hinten ein Haus und rechts davon erst seit einigen Jahren dann quasi das Haus der Wasserwacht. Ja, wen das stört, da kann das halt wegphotoshoppen, aber ich würde es drin lassen. Und es bietet sich zum Querformat und zum Hochformat fotografieren an und sieht wirklich richtig gut aus. Also gerade zum Sonnenuntergang sieht das nochmal besser aus, finde ich, weil dann auch die Steine angestrahlt werden von vorn. Beim Sonnenaufgang werden sie eher von hinten angeleuchtet. Finde ich ein bisschen ungünstig. Also demzufolge eher der Sonnenuntergangsspot und zeigt auch gleich, wie vielseitig der See ist, dass du quasi zu beiden Stimmungen herkommen kannst, also Sonnenauf- und Untergang. Boah, ich bin ja so außer Puste hier mit dem Stativ. Das ist doch echt trotz Carbon schwerer als gedacht. Heute war ich nicht zum Sonnenaufgang hier fotografieren, sondern bin jetzt zum Sonnenuntergang hierher gekommen und werde morgen früh zum Sonnenaufgang mein Glück versuchen. Wobei es gerade hier zugezogen ist, aber laut Wetterradar soll es dann nachher noch aufziehen, sodass ich dann zumindest zum Sonnenuntergang vielleicht noch 2-3 Stellen habe im Himmel, die aufreißen. Das würde mir reichen. Dann ist vielleicht der Himmel sogar ein bisschen rötlicher. Oder vielleicht orange verfärbt durch die Wolken, die aufreißen. Das wäre schon richtig gut. Speaking of Technik, also was empfehle ich dir hier zu benutzen? Im Sinne von welche Kamera, welche Objektive? Und ich muss sagen, das ist hier wieder so ein typischer Fall von, du brauchst auf jeden Fall einen Weitwinkel, also irgendetwas zwischen 16 und 35 mm. Und dann noch ein leichtes Tele, irgendwas um die 100 mm. Ein 70-200 ist jetzt hier nicht wirklich der Bringer, weil du einfach nichts hast, was du interessant nah ranholen kannst. Also ich würde hier eher vielleicht mit einem 16-35 arbeiten. Blende 4 von mir aus, das reicht völlig aus. Ich habe jetzt von Sony das 12-24er dabei und bin dann sowohl bei 12 mm als auch bei 24, je nachdem. 24er Festbrennweite mit Blende 1.4 ist auch sehr cool, hat auch einen speziellen Look, lohnt sich auch. Also das ist schon der ideale Spot für Festbrennweiten, irgendwie so bis 50, 85 mm, von mir aus 100, aber das ist dann schon eher sehr, sehr nah dran. Und natürlich die Weitwinkel vor allen Dingen. Auch ich denke, mit einem Standard-Zoom, also diese 16-55er, reichen hier in der Regel aus, weil du, wenn du ein bisschen Weitwinkel kannst, um die 20, 24 mm, kriegst du genügend drauf. Und dann kannst du reinzoomen in das leichte Tele, 80, 85 mm. Das ist schon ordentlich und es reicht an diesem Spot wirklich aus. Besonders lichtstark brauchst du es natürlich nur, wenn du in der blauen Stunde morgens hierher kommst und dementsprechend Lowlight-Performance einfach gut abrufen möchtest. Aber auch hier kann ich dir sagen, dass die Blende 4 Objektive in der Regel hier auch ausreichen, wenn du ein Stativ dabei hast oder wenn du eine Vollformatkamera hast. Ich meine, ISO spielt heutzutage kaum noch eine Rolle. Wir alle kennen die Software, die es mittlerweile gibt, die auch ISO gut rausrechnen kann, demzufolge. Ja, mach dir nicht so einen Kopf darum, sondern nimm eher das Objektiv mit, was du hast, die Kamera, die du hast. Und klar, ein Telefon geht auch, aber ich würde schon eher auf eine Kamera setzen, die du quasi extra dafür mitnimmst. Vielleicht ein Stativ. Du kannst aber auch an den Handläufen, wo ich vorhin darüber gesprochen habe, an den Stegen, kannst du auch die Kamera auflegen und dort zur Not etwas länger belichten, weil sie quasi die optimale Höhe haben, wie ungefähr das Stativ ist, so die Brusthöhe. Und da kannst du auch wunderschön quasi zum Sonnenaufgang Richtung Schneekopf hinhalten und brauchst vielleicht gar kein Stativ mitnehmen.
Bevor die Frage gleich wieder zu mir kommt, ja, der Spot ist auch geeignet für alle, die mit Familie hierher reisen oder mit Hund, Hunden. Also das ist völlig egal, du kannst dich ja wie gesagt wunderbar auch freizeittechnisch aufhalten. Ihr könnt ihr Boote ausleihen, ihr könnt ihr baden gehen, ihr könnt ihr lecker was essen und trinken gehen. Also da ist wirklich im Ganzen kaum eine Grenze gesetzt. Und fotografisch ist es jetzt auch nicht so, dass es hier hoch anspruchsvoll ist, sondern es ist eher klein und fein, der See. Und lädt auf jeden Fall auch für alle ein, die vielleicht fotografisch noch nicht so ganz bewandert sind, die ein bisschen ausprobieren wollen, die vielleicht in der Nähe wohnen, die in Sachsen, in Thüringen wohnen und was Ähnliches wie Berchtesgaden mit dem See-Look mal fotografieren möchten, aber keine 5 Stunden Autofahrt auf sich nehmen möchten. Für die ist der Fichtesee auch auf jeden Fall geeignet, weil du hier ja, einen wunderschönen Look hast und es ist einfach herrlich. Also du musst hier nur stehen und zuhören. Wunderbar. Fast schon Waldbaden. For free. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug geschwärmt. Ich hoffe, ich habe jetzt Lust auf die Region gemacht. Fichtesee, mach ihn unbedingt mal, nutzt das mal für einen Sonnenaufgang. Ich meine, im Sommer jetzt ist es zwar sehr, sehr früh mit dem Sonnenaufgang, aber es lohnt sich, vor allen Dingen, wenn der Himmel komplett frei gemeldet wurde, also ohne Wolken, dann ist es wirklich lohnend, dann musst du hierher kommen. Und man kann ja auch wirklich den ganzen Tag verbringen, weil du eben sehr viel unternehmen kannst, das Ganze zwar überschaubar ist, aber du im Umland auch einige kleinere und größere Gipfel noch mitnehmen kannst. Und die sind jetzt nicht hochanspruchsvoll, aber durchaus interessant. Und hier gibt es auch wunderbare Wanderkarten. Also hier ist, denke ich, für jeden etwas dabei. Und mich würde interessieren, ob du den Fichtesee schon kennst, ob du schon hier gewesen bist und ob dir diese Art von Videografie, Video-Vlog-Style gefällt. Schreib mir das gerne hier in die Kommentare, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall ein Abonnement hier bei mir dalassen, damit ihr mich wieder unterstützt. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei deiner Fotografie am Fichtesee demnächst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!